Nackte Frauen- und Männerwaden in karierten Röcken. Am Wochenende kämpften in Rüsselsheim die besten Highland Games Mannschaften um die 10. deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Und das natürlich ganz nach schottischer Tradition. Schottische Klänge im Ohr, 65 Kilo Stein fest in den Armen. Die sechs Mainzerinnen kämpfen mit vollem Körper und Stimmeinsatz um den Titel. Ich bin ja voll am Zittern, weil wir es jetzt alle geschafft haben und es so geil ist, dieses schwere Gewicht da hochzubekommen. Gerade hier die Skinny Girls, die kleinen Mädels, wenn die das hochheben, das macht, ja, ist einfach nur der Wahnsinn. Die Mainzer Crossfitter haben im letzten Jahr gewonnen und auch dieses Jahr könnte es klappen. Aber nur mit Kraft können sie hier nicht gewinnen. Ein echter Highlander bringt zudem Geschick, Ausdauer und Teamgeist mit. Ausgedacht haben es sich die Schotten vor vielen hunderten Jahren. Unter England wollten sie sich verteidigen und durften aber damals keine Waffen benutzen. Deswegen sind sie dann zum Trainieren mit Steine, mit Gewichten und mit Baumstämmen, also ihrem natürlichen Gelegenheiten, was bei ihnen so üblich war. Und da haben sie mit trainiert, sich praktisch zur Verteidigung fit zu halten. Und so werden Baumstämme gezogen, Fässer gerollt, Gewichte, Steine und Baumstämme geworfen. Für alles gibt es Punkte. Die Mainzerinnen schlagen sich vorbildlich. Sie geben alles, auch wenn es manchmal wehtut. Es wäre sehr schön, wenn wir unseren Titel verteidigen könnten. Wenn nicht, geht es darum, dass wir einfach Spaß haben und den Tag genießen. Und ja. Aber ich denke, hoffentlich ist es machbar. Und am Ende klappt es. Die stärksten Highlanderinnen kommen auch in diesem Jahr wieder aus Mainz.